Hallo und herzlich willkommen zu unserer November-Ausgabe von TV Rupp, heute aus dem chinesischen Garten an der Ruhr-Uni. Und auch diesmal haben wir wieder schöne Themen für euch vorbereitet. Und jetzt schaut euch erstmal den Themenvorspann an. Walnussboom im Ruhrgebiet, ein ungelöstes Rätsel und Elite oder Niete, Elite-Studiengänge an der Ruhr-Uni. Außerdem voll, voller U35. Campuslinie fährt im neuen Takt. Hier im chinesischen Garten stehen viele asiatische Bäume, aber einer fehlt jedoch, die Walnuss. Dafür boomt die Walnuss im restlichen Ruhrgebiet. Und ein Geograf hier an der Uni hat versucht, das Walnussrätsel zu lösen. In Bochums Wäldern tut sich was. Neophyten breiten sich aus. Und eine boomt besonders, die Walnuss. Guck mal, was ich dabei habe. Tada! So sieht sie aus. Der Geografiedoktorand Ingo Hetzel forscht schon seit mehreren Jahren an nicht heimischen, eingewanderten Pflanzen und bemerkte als erster den Walnussboom, eine explosionsartige Ausbreitung in den letzten Jahren. Bis 2002 gab es nur eine bekannte Verwilderung des Walnussbaums und im Jahre 2011 sind es halt über 2000. Warum verbreitete sich die Walnuss so gewaltig im Gegensatz zu anderen Neophyten wie der Kastanie, die ebenso lange schon angepflanzt wird? Hetzel begann eine umfangreiche Untersuchung in den Ruhrgebietsstädten Recklinghausen, Herten, Herne und Bochum. Dort ermittelte er per GPS-Koordinaten alle Baumstandorte und fand in 85% aller Wälder junge Walnussbäume. Er vermutete, dass die Sonneneinstrahlung an bestimmten Standorten verantwortlich sein könnte. Also machte er Lichtmessungen. Diese Kuppel hier oben misst im Prinzip einmal die direkte Sonneneinstrahlung oder diese direkte Einstrahlung und dann nochmal dieses diffuse Licht, was im Prinzip von den Wolken nochmal abgelenkt wird, ne, um das eben zusammenzurechnen zu der Globalstrahlung. Deswegen sieht diese Kuppel hier oben so aus. Allerdings stellte sich heraus, dass die Sonneneinstrahlung nicht der entscheidende Faktor war. Hetzel untersuchte deshalb Bodenproben, um herauszufinden, ob spezielle Nährstoffkombinationen für die Ausbreitung verantwortlich sind. Sie müssen am selben Tag noch im Labor untersucht werden, spätestens am Tag danach, aber jetzt nicht später, weil sonst würde der Stickstoff sich verflüchtigen und ich hätte falsche Werte. Und solche Dinge aufgrund der Auslastung des Labors sind nur einmal die Woche möglich. Und bei den vielen Standorten war das schon eine sehr aufwendige und lange Geschichte. Da musste ich schon viele Wochen und viele Monate raus, um halt alle Proben zu untersuchen. Im Labor untersuchte er die Nährstoffzusammensetzung des Bodens und seinen pH-Wert. Jedoch zeigte sich, dass auch hier nicht die Lösung für das Walnussrätsel zu finden war. Hetzel zog den Klimawandel in Betracht und wertete Klimadaten der letzten 100 Jahre aus. Die Kurve, die hier beginnt von 1912 bis zum Jahre 2009, hat einen stetigen Anstieg. Den kann man feststellen. Doch erklärte der stetige Temperaturanstieg nicht, warum es selbst nach dem besonders langen und kalten Winter 2009 wieder jede Menge junge Walnussbäume gegeben hatte. Also führte Hetzel eine Befragung von Gartenbesitzern durch. Hatte die Verbreitung vielleicht in einem Garten ihren Ursprung genommen? Walnussbaum als junger Baum angepflanzt worden ist oder wurde er ausgesät als Nuss? Okay. Genau. Gartenhecke. Aha, okay. Hetzel kam bei seiner Befragung mit vielen Gartenbesitzern auch näher ins Gespräch. Einer von ihnen war Heinrich Risse und er gab Hetzel den entscheidenden Tipp. Wenn ich abschätzen sollte, würde ich sagen, wenn ich hier Nüsse auslege, dass 60-65% der ausgelegten Nüsse von den Eichhörnchen verschleppt werden und dass die restlichen 35% vielleicht durch Krähen, durch Elstern und durch Eichelhäher weggeschleppt werden. Eine ganz starke Verbreitung durch Eichhörnchen. Eichhörnchen und Walnussboom? Wie geht das denn zusammen? Da hat jemand eine Walnuss angepflanzt vor ein paar Jahren. Die trägt mittlerweile Früchte oder auch schon länger. Und dann werden die Früchte von den Eichhörnchen in die Wälder getragen. Und dort vergessen. Denn Eichhörnchen sind zwar fleißig, aber auch zerstreut. Und so verbreiten sie die Nüsse im Ruhrgebiet und sorgen für den Walnussboom. Na, das war ja wirklich mal ein spannendes Forschungsthema. Ja, total. Und stell dir mal vor, wir würden jetzt Elite-Uni werden, was da für Forschungsgelder fließen würden. Da könnte man jede Menge klasse Projekte mit unterstützen.
Und was genau davon unterstützt werden würde, haben wir uns mal angeschaut. Ruhr-Universität bald zur Elite-Uni auf? Ja oder nein, die Chance dazu hat sie, dank der sogenannten Exzellenzinitiative. Eine Bildungsoffensive, die aus drei Teilen besteht. Graduiertenschule, Exzellenzcluster und Zukunftskonzepte. Wer so etwas hat, der darf sich bewerben. Die Studenten der RUB machen sich jetzt schon Gedanken über mögliche Veränderungen und Konsequenzen. Die Ruhr-Universität würde Fördergelder bekommen, die natürlich den Studenten und den Dozenten zugutekommen würden. Man könnte mehr Dozenten einstellen, was sich natürlich positiv auswirken würde einfach. Ich kann ja jetzt nur für mich reden. Ich weiß nicht genau, was sich großartig ändert, ob da neue Gelder fließen. Aber für mich würde sich wahrscheinlich nichts viel ändern, weil ich mir nicht sicher bin, wie weit das auch dann ankommt bei den Studenten. Ich glaube, das ist eher für die Unis unter sich, dass sie vielleicht ein bisschen Etablissement, ein bisschen Werbung machen können. Aber wenn man sich die Uni ja mal anguckt, dann ist sie ja nicht jetzt so schön. Also vielleicht könnte man da ja dann auch mal was für das Äußere der Uni machen. Ja, ich denke mal, dass sich das im Lebenslauf natürlich besser macht. Ich hoffe halt, dass ich mir dann mein Studium mehr so basteln kann, wie ich es gerne haben möchte und dass ich nicht so gebunden bin an irgendwelche Raumgrößen oder keine Ahnung was, dass man in Seminare leichter reinkommt. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass das für die nachfolgenden Generationen sehr gut wäre. Auch der neue Masterstudiengang Molecular Science and Simulation gehört zur Exzellenzinitiative. Er wird in diesem Semester zum ersten Mal angeboten und ist Teil des Eckpfeilers Exzellenzcluster, da er sich mit wissenschaftlicher Forschung beschäftigt. Dr. Sabine Borgmann und Dr. Gerhard Schwab sind gerade dabei, in der Fakultät für Naturwissenschaften den neuen Masterstudiengang zu entwickeln. Also der Studiengang Molecular Sciences and Simulation beschäftigt sich mit einem molekularen Verständnis von chemischen Reaktionen und entsprechenden biochemischen Prozessen. Und dazu gehört, dass man zum einen die experimentellen Methoden kennenlernt, wie man solche Prozesse untersuchen kann und zum anderen aber auch, um die Messergebnisse verstehen zu können, dann Computersimulationen anwenden kann, die einem dann helfen, die richtige Lösungsmöglichkeit dann zu finden. Also wir suchen Bewerber mit einem starken Interesse in den Fächern Chemie, Physik, Biologie, aber auch angewandte Mathematik und Ingenieurwissenschaften. Und ganz wichtig ist, dass die Bewerber fundierte Kenntnisse in Mathematik und Physik und theoretischer Chemie mitbringen. Das Besondere, hier wird also interdisziplinär und praktisch gearbeitet. Beispielsweise können die Studenten im Labor mit hochwertigen Mikroskopen forschen. Doch wie werden die begehrten Plätze vergeben? Also wir haben gut 110 Bewerbungen über unser Online-Bewerbungsverfahren bekommen und für uns wichtig war auch noch das Motivationsschreiben, warum die Studenten Interesse hatten an dem Studiengang und wir haben dann auch noch Online-Interviews durch via Skype gemacht, um die Auswahl dann abzuschließen. Dr. Borgmann und Dr. Schwab arbeiten auf Hochtouren. Sie schafften neue Labore an und richteten für die Studenten PC-Räume ein. Wir befinden uns hier in dem neu eingerichteten Computerraum, der den Studierenden vom BIMUS-Programm zur Verfügung gestellt wird, sodass sie hervorragend ihre Arbeiten während des Studiums absolvieren können. Doch was macht der neue Studiengang für die Bewerber attraktiv? Dazu gehört als Besonderheit in dem Studiengang, dass es die Möglichkeit gibt, einen dreimonatigen Forschungsaufenthalt als verpflichtenden Teil im Studium zu machen an einer von 18 ausländischen Forschungsinstitutionen. Wenn wir dann mal die ersten Absolventen haben, dass es da eine starke Vernetzung gibt, dann auch unter diesen Alumni und wir dadurch ein Netzwerk von hochkarätigen Forschern haben in dem Gebiet, die das Forschungsgebiet dann auch voranbringen. Und was eben auch wichtig ist, die Partner, die in dieser sogenannten International Faculty beteiligt sind und die Studierenden dann aufnehmen für die Praktika, die sind auch beteiligt an dem Exzellenzklasse-Antrag, der hier in der Fakultät gestellt wird. Und so wird halt auch dieser Gedanke von exzellenter Forschung und forschungsorientierter Lehre direkt umgesetzt. 2,7 Milliarden stellt der Bund den Elite-Unis insgesamt zur Verfügung. Macht die RUB das Rennen, bekäme der Studiengang Molecular Science and Simulation 6,5 Millionen aufgrund des Exzellenzclusters. 6,5 Millionen mehr Fördergeld pro Jahr. Geld, das vor allem für mehr Forschung und Technik zur Verfügung stünde.
Im Juni 2012 fällt die Entscheidung, welche Uni den Titel bekommt. Erst dann wissen wir mit den 34.000 anderen Studenten der RUB, ob wir wirklich sagen können, wir studieren auf einer Elite-Uni. Super. Wenn wir jetzt tatsächlich Elite-Uni werden würden, ob die Uni dann noch voller werden würde, als sie sowieso schon ist? Das wäre ja furchtbar, denn das Problem der vollen Uni kennen wir ja schon, besonders bei der U35. Aber da soll sich jetzt angeblich was ändern und was haben wir uns mal genauer angeschaut? Diese Bilder des Grauens sind noch allen Studenten, die vor dem neuen Semester zu studieren angefangen haben, bestens im Gedächtnis. Den Ellbogen des Stehnachbarn in den Rippen, einen Rucksack im Gesicht und das Knie eines anderen Fahrgastes im Rücken. Vor Seminarbeginn wurde der Ruhr-Uni-Student erst einmal so richtig schön durchgequetscht zu den Stoßzeiten in der hoffnungslos überfüllten U35. Selbst das Warten auf die nächste oder übernächste Bahn garantierte keinen Sitz, noch nicht einmal einen Stehplatz. Aber diese Bilder sollen nun der Vergangenheit angehören. Mit dem Start des Wintersemesters 2011-2012 hat die Bogestra die Fahrzeiten der U35 zwischen den Haltestellen Bochum Hauptbahnhof und Ruhr-Universität in den morgendlichen Zeiten zwischen 7 und 9.30 Uhr dem erhöhten Bedarf angepasst. Die zusätzlichen Fahrten macht ein neuer Fahrplan möglich. Sandra Bruns, Pressesprecherin der Bogestra, erklärt die Änderungen und die Vorteile, von denen die Studenten nun profitieren können. Auf dem Stück zwischen der Universität und dem Bergbaumuseum ist eigentlich der größte Verkehr zu verzeichnen, besonders in den frühen Morgenstunden, das heißt so zwischen 7 und 10 Uhr ungefähr, wenn sich die meisten Schüler und die meisten Studenten zeitgleich auf den Weg machen. Und darum ist es uns gelungen, auch aufgrund der neuen Fahrzeuge, die wir ja inzwischen im Betrieb haben, die 6 neuen Tango-Fahrzeuge, einen Takt einzuführen, der 3 Minuten dauert zwischen Bergbaumuseum und Uni, nochmal 3 Minuten und in 6 Minuten mit Herne verbindet. Es ist uns gelungen, 3 zusätzliche Fahrten in der Stunde einzurichten. Das heißt, wir reden über eine Steigerung von fast 25% und das sind so um 700 Fahrgäste pro Stunde mehr in den Spitzenzeiten. Nachteil dieser Neuerung ist jedoch, dass zwischen den Haltestellen Schloss Strünkede und Feldsieperstraße die Bahn morgens nur noch im 6-Minuten-Takt verkehrt. Dafür können aber auf dem am stärksten befahrenen Streckenabschnitt zwischen Bergbaumuseum und Hustadt durch den 3-3-6-Minuten-Takt mehr Bahnfahrten realisiert werden. Davon erhoffen sich Bogestra und Univerwaltung einen Leistungszuwachs des U-Bahn-Verkehrs in den Stoßzeiten. Eine weitere Verbesserung des Fahrplans wird es in naher Zukunft aber nicht geben. Es scheitert zum Teil einfach an den Kosten, weil es so ist, dass wir 31 Fahrzeuge haben auf der U35. Wir reden bei einem Fahrzeug bei einem Kaufpreis von mehreren Millionen Euro. Das heißt, man kauft die nicht mal ebenso und stellt die sich irgendwo hin. Die müssen gefördert werden und wenn ich mir die Gesamtpersonenzahl über den Tag verteilt angucke, reicht die Fahrzeugkapazität ja auch. Wir reden ja tatsächlich nur über eine Spitzenzeit in den frühen Morgenstunden. Und für 2 Stunden morgens mal eben so 4-5 Millionen auszugeben für 2 neue Fahrzeuge, die ansonsten rumstehen, bekommen sie nicht gefördert und die Bogestra hat ebenso wie die Universität kein Geld, um das mal eben so anzulegen. Schon im Juli wurde in einem mehrstündigen Probebetrieb die Idee getestet. Das Ergebnis war für die Verantwortlichen zufriedenstellend und der neue Fahrplan wurde in Kraft gesetzt. Aber wie wird von den Ruhr-Uni-Studenten das verbesserte Angebot eigentlich wahrgenommen? Also im Moment macht halt so zu den morgendlichen Vorlesungen keinen Spaß. Also es ist immer sehr stressig und sehr eng. Also Platzangst haben darfst du da nicht. Die kommt ja immer pünktlich. Also eigentlich fühlt sich es gar nicht so schlecht an. Ich komme morgens früh zwar aus Werdohl, ist ein bisschen ein Stück hier hin, aber wenn ich in den U-Bahn einsteige, ist eigentlich alles okay. Ich fahre jeden Morgen mit der U35 und die ist morgens halt immer sehr, sehr voll, abends genauso. Und also da hat sich nichts ins Positive geändert. Ich meine, weil es ja zur Uni fährt, ist ja normal, dass es voll ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man noch irgendwas verbessern muss. Also man bleibt jetzt auch nicht viel lange drin. Da passt man ja nicht rein. Also das ist ja fürchterlich. Da kommt man sich vor wie in einer Konservenbüchse. Das. Nee. Sagen wir mal so, also wenn die Stundenzeit ist, dann verstehe ich das schon, wenn das immer voll ist. Also das geht ja nicht. Das schafft die Bogestra nicht. Dann soll die Bahn alle 2 Minuten kommen. Das wäre ja auch zu viel verlangt. Die U35 ist trotz des neuen Fahrplans die wahrscheinlich noch immer vollste U-Bahn Deutschlands, in der sich der Ruhr-Uni-Student oft fühlt wie eine Sardine in der Dose.
Aber man kann dem Gedränge und Gequetsche auch entgehen, indem man es einfach ganz schlau macht, wie Frau Bruns. Als ich noch studiert habe, bin ich erst um 12 gekommen. Insofern hatte ich das Problem nicht. So, das war's wieder mal von uns. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Wie immer seht ihr uns auf tv.rupp.de und im digitalen Kabelnetz auf NRVision. Und vergesst natürlich nicht, auf unserer Facebook-Seite vorbeizuschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Stopp mal eben kurz, aber einer fehlt dir doch. Die scheiße Beine ruhig anfassen. So. Welcher schöner chinesischer Garten, ne? Bitte jetzt Konzentration. Ja? Also, so kann ich sonst nicht arbeiten. Würde das bestimmt noch mehr. Entschuldigung, ich war noch nicht so weit. Oh. Ich wusste nicht, dass es losging. Sorry. Hier im chinesischen Staat, wo wir vorhin hingejettet sind. Man hört deine Jacke ganz schön rascheln. Du hast einen Wortfehler drin. Echt? Verdammt. Oh. Deine Jacke raschelt, wenn du dich bewegst. Hör auf, dich zu bewegen. Joschka, kannst du am Anfang einmal in die Kamera gucken? Aber einer fehlt jedoch, die Walnuss. Das wollte ich eigentlich was sagen, ich weiß. Ja. Mach nochmal.